Hallo zu einem Bildbox-Spezial, heute mit einem absoluten Social-Media-Vollprofi unter den deutschen Promis. Und Lorian David Fitz. Und einem absoluten Social-Media-Vollpfosten. Matthias Ich hätte jetzt, Muffel gesagt, aber Vollpfosten ist auch schön. Das ist nicht so deins, ne? Nein, ich habe überhaupt nichts dagegen. Du liebst Espresso, hast du doch gesagt. Ich liebe Espresso. Ja, das hast du gesagt. Aber Facebook nicht so, ne? Ich weiß es gar nicht. Also ich versuche mich immer inspirieren zu lassen und finde das auch ganz toll. Also ich bin immer hochinteressiert, was da so kommt. Bei dir und auch bei Elias, ja. Aber es ist ja wirklich ein Hobby. Aber du postest ja auch mal Videos, so richtig. Zum Beispiel mit deinen Kindern auch. Aber da habe ich den Eindruck, dass du schon darauf achtest, dass die eher so von der Seite oder von hinten zu sehen sind. Genau, ne? Man erkennt die nicht wirklich. Ja. Das sind also immer andere Kinder, ehrlich gesagt. Ja. Ich hole die Kinder von den Nachbarn. Ich caste die. Die Kita unten im Erdgeschoss, da ziehst du die immer hoch, ne? Ich caste. Ist dir aufgefallen, dass jedes Mal ein anderes Kind. Der, ja. Der wird auch echt schnell größer, der Junge. Ja. Aber gibt es Sachen, wo du sagst, also das würde ich auf gar keinen Fall posten? Meine Kinder von vorne. Ja. Aber als PR-Plattform ist das schon ganz gut, ne? Also für der geilste Tag habt ihr ja Facebook quasi gekapert, möchte ich sagen. Da wurde ja jeden Tag fast hier schön baller. Nicht so viel, ne? Also ich bewundere das wirklich. Also ich habe mir das früher auch immer angeguckt, wie die das machen. Und die haben, also bei anderen Filmen kommt zum Beispiel so ein Making-of-Team irgendwie 2-3 Mal. Und sonst, die haben hier den Flo Ross dabei, der wirklich immer ein Teil vom Team ist und der auch wirklich beim Schnitt später reinguckt, der wirklich das Drehbuch gelesen hat und selber auch Regisseur ist. Das heißt, der macht das mega engagiert und macht super Sachen. Und dadurch hast du natürlich dann auch, wenn der immer dabei ist, hast du natürlich auch ganz intime Sachen. Zum Beispiel, wie du in den Rasen pinkelst. Das hat nicht der Flo okay, das aufgenommen. Das hast du. Das war ich, ja. Wir haben gedreht und Flo pinkelt einfach. Er ist halt einfach immer mutig. Wenn er pinkeln muss, stellt er sich auch einfach. Naja, wenn ich pinkeln muss, was soll ich machen? Team und pinkelt halt einfach los. Es war eine Autobahn und du weißt, wie weit es weg war. Habt ihr schon mal einen Shitstorm erlebt, so einen richtig bösen? Klar. Warum? Also was war das? Das ganz schlecht abgeworfen. Sag ich, ja, zu Hause. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man lernen muss. Und das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht gut. Und das ist vielleicht auch einer der Anteile, warum ich da so ein bisschen Schiss habe. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich mir die positiven Sachen reintue, tue ich mir auch die negativen rein. Hey, man muss halt echt einstecken lernen wahrscheinlich. Oder man muss sagen, fuck it. Ja, die Frage ist ja auch, wie man reagiert, ne? Also reagierst du oder ignorierst du? Also ich werde beschimpft regelmäßig und denke mir so, was mache ich jetzt? Ja. Das heißt beschimpft, aber du siehst aus wie Angela Merkel, das ist ein Klassiker. Wo ich so denke, war die behindert? Kann ja auch nicht schreiben, bist du behindert? Geht ja nicht, oder? Das ist schwer, wenn man sich rechtfertigen will. Also, man muss es einfach da rein, da raus und dann, du kannst dich nie rechtfertigen. Letzte Frage, wie gesagt, wenn wir jetzt hier ein Selfie machen würden, was wir jetzt natürlich gleich machen. Verrückt. Was würdet ihr da drunter schreiben? Was? Nach dem Hochladen. Was? Was? Ich würde unterschreiben, Frau Merkel, vielen Dank. Ja! So, das machen wir jetzt. Du musst dann aber auch schauen, wie Angela Merkel zurzeit ja, ich weiß schaut ja sie nicht sehr glücklich. Ja. Danke, super. Wunderbar.